Luxus fürs Aktiendepot. Sollte man jetzt die LVMH-Aktie kaufen? Das möchte ich mit dir heute in diesem Video anschauen, weil wir in der Vergangenheit uns natürlich auch die Katastrophen bei Burberry und bei Hugo Boss uns etwas genauer angeschaut haben. Diese beiden Modekonzerne sind ja ordentlich unter die Räder gekommen und man muss ja auch dazu sagen, man kann diese beiden Unternehmen definitiv nicht mit der LVMH-Aktie vergleichen, weil meiner Meinung nach ist die LVMH-Aktie deutlich mehr in dem Luxussegment unterwegs, wo die anderen beiden Unternehmen natürlich auch gerne rein wollen, aber sie schaffen es seit vielen, vielen Jahren nicht. Und die anderen beiden Unternehmen könnten eventuell in der Zukunft vielleicht mal potenzielle Übernahmekandidaten werden, aber das sehen wir auf jeden Fall in der Zukunft, ob es an diesen Gerüchten etwas dran sein könnte. Jedenfalls, wir schauen uns jetzt mal die LVMH-Aktie etwas genauer an. Und wenn du neu bist auf meinem Kanal, auf jeden Fall mal gerne den Kanal abonnieren. Und ich habe jetzt erstmal hier diese ganzen Meldungen zu Burberry und Hugo Boss aufgemacht, weil die haben natürlich brutale Probleme mit dem Umsatz und vor allem, weil China etwas schwächer ist. Also hier muss man einfach echt mal schauen, wie sich das natürlich dann am Ende des Tages auf die LVMH-Aktie auswirken wird. Weil auch hier ist die Aktie in den vergangenen Monaten von gut, oder sagen wir mal knapp 900 Euro, jetzt wieder auf unter 700 Euro zurückgekommen. Und ihr seht es, in den Vergangenheiten waren das auf jeden Fall spannende Möglichkeiten. Wir haben ja hier den Chart bis fast 2021 offen. Und die, die hier schon wirklich etwas länger investiert sind, man kann jetzt hier mal den langfristigen Chart zum Beispiel anschauen. Die letzten 10 Jahren hat die Aktie natürlich brutal viel Spaß gemacht. Wir sprechen hier von 400% Kurs plus. Und dann kommt natürlich noch am Ende des Tages die Dividende dazu, die natürlich auch über diese Jahre hinweg wirklich gut gesteigert wurde. Zum Beispiel im Jahr 2010 gab es nur eine Dividende von 2,10 Euro und so gibt es mittlerweile 13 Euro pro Aktiendividende. Aber man muss auch dazu sagen, die Dividendenrendite mit 2% ist natürlich bei diesem Unternehmen definitiv überschaubar. Aber das wissen wir ja bereits, wenn wir hier investieren, dass die Dividende einerseits überschaubar ist, aber andererseits natürlich hier auch die Dividende peu à peu richtig attraktiv für uns Investoren gesteigert werden kann. Ein Thema ist natürlich am Ende des Tages noch das ganze Thema mit der Quellensteuer. Frankreich ist da definitiv nicht das beste Land. Und kurzum würde ich sagen, wenn man in die LVMH-Aktie investiert, dann macht man das definitiv nicht wegen der Dividende. Das ist natürlich nochmal ein kleines Schmankerl obendrauf, würde ich sagen. Aber man investiert hier bezüglich einer zukünftig guten und attraktiven Rendite beim Aktienkurs. Und das schauen wir uns weiter an im Detail. Und zwar müssen wir jetzt natürlich erstmal die Quartalszahlen abwarten. Wie fallen die aus? Und vor allem das ganze Thema, und da tue ich mir echt extrem schwer, mit China. Einerseits, wie ist es dort wirklich? Im Oktober fliege ich ja selbst nach China und da schauen wir auch mal China einfach direkt etwas genauer an. Bin schon da auf diese ganzen Eindrücke extrem gespannt und wenn du da mitgenommen werden möchtest, dann auf jeden Fall jetzt mal gerne den Kanal abonnieren, weil ich glaube, das wird auf jeden Fall interessant, wenn man da mal wirklich vor Ort ist und das Ganze miterlebt. Was mir halt bei der LVMH-Aktie extrem gut gefällt, sind natürlich auch die Aktienrückkäufe, die man hier tätigt, dass das Buchwert aktuell unter dem Niveau liegt wie die Vorjahre. Und wenn man das einfach mit die Vorjahre vergleicht, muss man halt auch einfach sagen, die aktuelle Bewertung gegenüber der Vergangenheit ist halt wirklich interessant. So interessant, dass ich natürlich die Aktie selbst bereits auf meiner Watchliste drauf habe, weil ich diese Aktie auch zukünftig gerne in meinem Aktiendepot hätte. Aber es gibt ja noch viele weitere Faktoren, vor allem auch das ganze Thema Zollstreit mit USA, mit China, mit Europa und China. Ich weiß nicht, wie sich das Ganze auswirkt, daher bin ich hier etwas vorsichtig unterwegs und es kann durchaus sein, und da mache ich auch kein Hehl darum, dass ich vermutlich etwas zu vorsichtig unterwegs bin. Aber das ist ja nichts Schlimmes. Man möchte ja dann investieren, wenn man selbst ein gutes Chancen-Risiko-Verhältnis sieht. Und ja, definitiv aktuell würde es diese ganzen Probleme nicht geben, wäre das Chance-Risiko-Verhältnis meiner Meinung nach wirklich interessant. Aber ihr seht es, schaut euch das mal an. Gewinn 2024, 2025 und 2026.
wie sich das peu à peu nach unten ja quasi revidiert. Das ist natürlich jetzt nicht ideal, aber die Frage ist ja natürlich am Ende des Tages, wie weit kann es noch runtergehen und wann kommt dann hier diese Bodenbildung und anschließend eben dann diese kleinen Sprünge nach oben wieder. Also es bleibt hier bei der LVMH-Aktie extremst spannend. Ich werde die zukünftig immer mal wieder mitbringen, weil mich das selbst interessiert, wie sich hier zum Beispiel die Nettoschulden entwickeln, wie sich der Free Cashflow entwickelt. Und am Ende des Tages geht es mir auch darum, wie sich der Aktienchart entwickelt bei der LVMH-Aktie, beziehungsweise auch, wie sind die Analysten aktuell gestimmt. Und die sind eigentlich wie immer relativ positiv gestimmt zu dem ganzen Thema LVMH. Ist natürlich eine geile Aktie, meiner Meinung nach, aber aktuell muss ich sagen, gibt es halt hier schon einige Schwierigkeiten. Ich möchte das nicht irgendwie schlecht reden oder sonst irgendwas, aber für mich ist einfach hier aktuell noch kein ideales Chancen-Risiko-Verhältnis da. Daher warte ich hier weiter ab. Also ich habe sie auf der Watchliste drauf. Gerne darf die Aktie unter 600 Euro fallen. Das wären zwar nochmal so gute 13%, wo die Aktie jetzt fallen müsste, aber aktuell halte ich das nicht für unwahrscheinlich. Was ist deine Meinung zu der LVMH-Aktie? Schreib das jetzt auf jeden Fall gerne in die Kommentare.